Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Lang, lang ist's her, aber es ist endlich mal wieder ein Update rausgekommen mit einem neuen spielbaren Dinosaurier. Nämlich ist das das Pletosaurus, ein naher Verwandter von dem Tyrannosaurus Rex. Ich würde sagen, so ein etwas kleinerer Rexy, so sieht er aus. Und den spielen wir hier gerade auf einer gemoddeten Karte. Mal gucken, ob wir gleich auch noch andere Dinosaurier treffen, die wir eventuell mal bekämpfen könnten. Der hat übrigens jetzt standardmäßig zwei Attacken. Einmal beißen, einmal diesen Schweifhieb. Und man kann aber jetzt, seit dem neuesten Update, auch selber Fähigkeiten freischalten, neue Attacken lernen und. Dazu kommen wir aber gleich noch, weil da gibt es noch einiges zu erzählen. Erstmal würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal kurz die Schreie von dem durch. Das ist der Broadcast. Dann haben wir hier... Ich weiß gar nicht, was das hier so... Ich denke mal, Einsatz, Zweier, also Friendly. Ja, das dürfte Friendly sein. Dann haben wir den Dreier-Call einmal. Das ist der Böse. Oh, der klingt cool. Der hat so ein bisschen dieses Rexy-Geschrei damit drin, was man kennt. Dieses Auswahlrad funktioniert aber auch schon echt gut, muss man sagen. Und ich finde, der sieht auch optisch wieder sehr cool aus. Schütteln kann er sich auch. Und das ist einfach hier rausgehen. Okay. Hinlegen und hinsetzen sollte er sich auch können. Oh, wie süß. Sieht aber mal cool aus, wenn Dinos sitzen. Und schlafen kann er auch. Schlafen ist übrigens auch sehr wichtig, weil wenn man zum Beispiel neue Fähigkeiten lernen sollte, wo wir gleich noch zu kommen, da muss man schlafen, um diese dann auch wirklich zu übernehmen und umzusetzen. Das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Ich hoffe wirklich, dass wir den gleich auch nochmal im Einsatz sehen können, wenn wir kämpfen. Das wäre mega. Dann schauen wir uns nochmal gemeinsam die ganzen Skins an. Ich glaube, die Sonne geht gerade unter, deswegen machen wir mal ein bisschen schnell. Die kann man natürlich dann auch immer noch abändern, wieder ein bisschen. Das kennt ihr ja schon alles. Aber ich klicke jetzt einmal so allgemein durch. Dann sieht man ja ungefähr so die Grundfarbe und Maserung. Sieht schon alles sehr cool aus. Den fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Oh, der sieht auch nice aus von den Farben. Ja, da sind wieder sehr coole Skins bei. Man kann dann ja auch wieder mega variieren. Das hier ist Albino. Und dann haben wir noch Melanistisch. Also die schwarze Variante. Das sieht doch schon wieder sehr, sehr gut alles aus. Muss ich sagen. Können wir leider nicht freischalten, weil wir keine Punkte haben. Das Hauptthema von diesem Patch ist tatsächlich aber nicht das Pleto, sondern das neue Fähigkeitensystem. Und Fähigkeiten kann man jetzt auch dazulernen und leveln und verbessern, indem man sich schlafen legt. Und dann kann man Tab drücken und dann hier den Charakter auswählen. Das ist auch so eine Charaktervorschau. Die ist aber noch ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Sieht zumindest optisch ein bisschen anders aus als die Skins, die wir uns gerade angeguckt haben. Aber ist auch egal. Es geht auf jeden Fall um die Fähigkeiten. Die kann man hier oben auswählen. Und dann seht ihr schon, hier sind verschiedene Slots. Man hat pro Dinosaurier 9 Slots. Je nach Anatomie des Dinosauriers hat man da auch verschiedene Slots dann. Zum Beispiel ein 4-beiniger Pflanzenfresser hat natürlich andere Slots als ein 2-beiniger Theropode wie dieser hier. Weil der halt andere Körperteile hat, andere Attacken. Und deswegen kann er andere Sachen lernen. Wir haben jetzt diese zwei Attacken schon gelernt. Die Bissattacke einmal und den Schweifhieb haben wir gerade schon getestet. Aber wir könnten jetzt sogar noch weitere Sachen freischalten, zum Beispiel hier bei Haut. Da haben wir jetzt aktuell die Standardhaut. Da ändert sich nichts. Und man könnte jetzt zum Beispiel das Leichtgewicht freischalten für 1300 Questpunkte. Wenn man diese Punkte kriegt, kennt ihr ja mittlerweile eigentlich schon alle. Und dadurch würde man dann zum Beispiel erhöhte Laufgeschwindigkeit kriegen. Allerdings würde man den Wendekreis ein bisschen... Der wird schlechter werden, also der wird größer werden. Also man ist dann nicht mehr so agil im Drehen, aber dafür ist man schneller und man verliert Defensive. Das heißt, man ist nicht mehr so tanky. Wenn ich das richtig lese. The loss of turn radius and defense, ja. Also der Wendekreis wird größer und man verliert Verteidigung, dafür ist man schneller. Da muss man dann halt so ein bisschen abwägen, was so seinem Spielstil am besten entspricht. Wir können es jetzt leider nicht lernen, weil wir nicht genug Punkte haben.
Aber das könnte man dann hier freischalten und dann wird man das hier unten wahrscheinlich dann auch sehen. Gehe ich von aus. Hier haben wir auch noch was. Ah, okay. Hier können wir nämlich nur jetzt Fleisch fressen. Und das Essen geht langsamer runter. Also das ist jetzt standardmäßig. Hyper-Carnivore. Aber hier könnten wir sogar noch was anderes freischalten. Das ist ja voll interessant. Scavenger. Man kann Fleisch essen. Carrion and Bones. Ich weiß nicht, was Carrion sind. Sind das Innereien oder so? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht das Wort. Auf jeden Fall Knochen kann man auch fressen. Das ist ja krass. Und hier geht aber dann das Essen und Wasser schneller runter. Das ist echt interessant. Also da kann man wirklich seinen Dinosaurier sehr, sehr spannend modifizieren. Und da sollen auch noch viele weitere Fähigkeiten und sowas hinzukommen. Also das ist gerade nur am Anfang dieses System. Aber ich finde die Idee dahinter wirklich mega spannend und interessant. Das Schöne an diesem Fähigkeitensystem ist auch, dass das Ganze wieder modder-friendly gestaltet wurde. Das heißt, Modder können dann auch eigene Fähigkeiten für bestimmte Kreaturen und sowas erstellen und dann auch hinzufügen. Dann haben wir bestimmt später, wenn das Spiel dann fertig ist, viele Möglichkeiten und oft neue Sachen. Und dann wird das Ganze auch nicht so schnell langweilig werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Es wurden außerdem auch noch die Quests überarbeitet. Da gibt es nämlich jetzt auch Gruppenquests, was ich sehr cool finde. Ich meine, wir sind jetzt gerade leider alleine, aber man kann jetzt auch gemeinsam Quests erledigen. Ich meine, so einen Ort finden, das kennen wir schon. Und es gibt auch neue Quests, habe ich gehört. Da können wir mal kurz gucken. So Sammelquests kennen wir auch. Ich habe jetzt hier eine ganze Weile schon durchgeschaltet. Hab da jetzt aber nur Sammelquests und Orte-Quests gesehen. Vielleicht sind die neuen Quests auch nur, wenn man gemeinsam unterwegs ist in der Gruppe. Ich habe da zum Beispiel gesehen, ich kann es auch mal einblenden. Da gibt es jetzt zum Beispiel so eine Quest, wo man dann, ja, so Stöcker sammeln muss und Staudämme vervollständigen muss und sowas. Also da sind schon wieder interessante neue Dinge hinzugekommen. Und es ist natürlich besonders cool, dass man das jetzt auch gemeinsam mit Freunden dann machen kann. Den Daspletosaurus in Action werden wir leider heute nicht mehr sehen. Aber wir können ja gerne gemeinsam die Tage mal einen Livestream machen. Dann können wir vielleicht auch mal diese Gruppenquests ausprobieren. Und natürlich dann auch den Daspletosaurus im Kampf. Hätte ich mal wieder Lust zu, weil es echt lange her, dass wir Path of Titans gestreamt oder gespielt haben gemeinsam. Aber optisch finde ich den Daspleto schon mal sehr cool. Und auch gerade dieses neue Fähigkeitensystem ist sehr, sehr interessant. Es gibt übrigens auch noch ein paar weitere Punkte, an denen aktuell bei Path of Titans gut gearbeitet wird und was dann in kommenden Patches uns erwartet. Unter anderem auch das Wachstumssystem. Davon wird auch schon das erste Bildmaterial gezeigt. Das ist natürlich auch so ein bisschen spielentscheidend und wichtig, weil das so das Grundprinzip von so einem Dinosaurier-Survival-Spiel ist. Also klein sein, heranwachsen und überleben. Und es gibt auch noch weitere Punkte. Aber falls ihr da mehr wissen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Dort ist das Originalvideo von Path of Titans verlinkt. Da wird noch ein bisschen mehr gezeigt. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne abonnieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.